So, es ist jetzt 10 nach 10. Ich habe gebaut. Und jetzt auch so langsam der Moment, wo ich bisschen müde werde. Dieser war schon mal gerade gegähnt. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie weit ich gekommen bin. Aber hier, da habe ich dann, das ist eigentlich quasi jetzt der komplette Schritt 1. Figur, Außenteile und die Hirn drunter. Seitenruder, Höhenruder. Die habe ich gemacht. Jetzt sehe ich aber gerade, dass ich Trottel bei den hinteren Teilen die Deckels vergessen habe. Ich voll Idiot. Dann weiß ich ja, was ich noch machen kann. Aber auch erst morgen. Und dann habe ich halt noch schon mal bei einer Tragfläche auf dem Unterteil Deckel angebracht. Die Oberseite bemalt ist gut vollkommen, da ist schon auch halt hier morgen die Deckels, die hier abstehen, noch ein bisschen abschneide. Dann habe ich auch das MG bemalt, habe ich gemerkt, dass ich Eisen vergessen, oben vergessen habe. Das übersehen habe, sonst hätte ich hier vorne das Teil auch noch angemalt und die beiden Teile dann noch hier vorne angebracht. Damit der Unterfläche das alles zusammen befestigt, aber da hatte ich dann wahrscheinlich doch zu voll gewesen, mal die paar Stufen hochzulaufen. Und ja, ich muss mal gucken, morgen bin ich bei einer Veranstaltung bei mir in dem Sportverein, wo ich bin. Den Sport verrate ich jetzt aus Prinzip, den Sport verrate ich nicht. Da muss ich auf jeden Fall morgen den ganzen Tag helfen. Ich muss mal gucken, ob ich schon abends noch was schaffe. Dann die ganze Woche Praktikum muss ich gucken. Ich kann nichts versprechen. Und ich hoffe, man hat das jetzt eben nicht gehört, weil mein Handy, ich habe eben über WhatsApp eine Nachricht gekriegt. Ich hoffe, man hat das nicht gehört. Falls doch, tut es mir recht herzlich leid. Können wir hier nochmal, könnt ihr dann mal ins Innenteil leben gucken des Flugzeugs. Hier unten, da hat schon noch ein paar Teile mit dem Cuttermesser abgeschliffen. Die muss ich noch, das muss ich noch nachmalen. Und ich hatte hier das Cockpit so ohne Abkleben so bemalt, finde ich auch. Das ist eigentlich sehr gut gelungen. Halt nur hier unten muss ich halt noch ein bisschen blau, ein bisschen was nachmalen. Hier unten, dann muss man wirklich sagen, ich sehe das wirklich wie so eine ununterbrochene Linie aus. Und das muss ich sagen, ist mir ziemlich gut gelungen. Und dann werde ich noch hier hinten den Hinterteil vom Kopf des Piloten auch nochmal in Braun anmalen, dass das halt so aussieht, wie als ob er da so eine komplette Pilotenmaske so auf hat. So sieht das hier auch hier auf dem Bild aus von der Verpackung. Damit es halt hier hinten nicht einfach so weiß ist. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zugucken, falls ihr noch angeguckt habt, für das später einschalten. Und ansonsten wünsche ich euch auch noch ein schönes Restwochenende. Mein Handy hat schon wieder geklingelt, ich hoffe, man hat es nicht gehört. Und dann sag ich mal, bis dann.